Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Let's Play. Und ihr seht jetzt gerade hier so ein komisches weißes Bild und so komische blaue Linien und so einen grauen, braunen Hintergrund und voll komisch. Und was macht der Typ da eigentlich? Ja, ich habe gerade so eine neue Aufnahmemethode, das muss ich vorab einmal kurz sagen, weil Fraps diesen wunderbaren Emulator nicht aufnehmen kann. Von daher nehme ich mit so einer netten Livestream-Software auf. Und ich bin gespannt, was es wird. Also theoretisch müsste es jetzt so alles fertig sein, so wie ich das jetzt gerade aufnehme. Aber ich laber gar nicht so lange rum und zeige euch jetzt lieber mal, was wir spielen werden. Fangen wir erstmal an mit den wichtigen Markennamen Nintendo und Capcom. Und wir spielen... Yeah, Zelda! Oh, das hat sich jetzt sehr komisch angehört. Ja, wir spielen tatsächlich Zelda. Ich freue mich. Ich muss zu meiner Entwürdigung sagen, dass ich tatsächlich noch nie ein Zelda-Spiel gespielt habe. Und ich schäme mich unfassbar dafür, weil ich Zelda eigentlich unfassbar gut finde. Aber ich weiß nicht, warum ich noch nie ein Zelda-Spiel gespielt habe. Ich finde Zelda total cool, aber ich habe noch nie gespielt. Gut, fangen wir jetzt einfach mal mit diesem Spiel an. Das wurde mir empfohlen und ich drücke hier einfach mal Start. Und Sprache ist auf... Deutsch, das ist richtig. Und wir starten hier einfach mal und geben unseren Namen ein. Was geben wir denn da ein? Ich glaube, Stefan passt da wohl am besten. Hier, mach mal ganz genau. Oder geht Lord auch? Nee, komm, hinterher heißt da noch jemand Lord. Nee, wir dürfen eh nur... Boah, das passt ja ganz genau. Meine Güte. So, okay. Die Daten werden erstellt. So, da sind wir. Option, was gibt's denn da? Auf welcher Taste habe ich das denn? Da. Textgeschwindigkeit. Oh. Okay, ja, lassen wir das mal so. Ich denke mal, das passt so für euch. Hoffe ich. Und ich klicke dann jetzt hier auf Start. Und Start. Und hoffe, dass alles passt. Vor langer, langer Zeit. Als die Welt von tiefer Dunkelheit verschlungen zu werden drohte. Stieg Minish vom Himmel herab, um einen Helden das goldene Licht und ein Schwert zu geben. Dieser Held vertrieb die Dunkelheit mit seiner Weisheit und Tapferkeit. Und brachte Frieden. Seither ehren die Menschen das Schwert. Warum das Schwert und nicht ihn? Egal. Voll schön. Da ist Zelda. Aus, als ob die Schweinchenohren hat. Guten Tag, Onkel Albrecht. Oh, hoppla, die kleine Zelda. Bist du ganz allein vom Schloss hierher gelaufen? Das wird dem Minister bestimmt nicht gefallen. Ach, ist doch nicht so schlimm. Wo ist Stefan? Ich sitze hier vorm Computer. Ist ein bisschen doof, dass man nicht genau sieht, wer jetzt gerade spricht. Die Stadt ist voller Trubel, weil das alljährliche Minish-Fest stattfindet. Ich hoffe, ich spreche Minish überhaupt richtig aus, aber Minish müsste doch theoretisch, hoffe ich. Ich bin gekommen, weil ich mit Stefan dorthin gehen will. Dürfen wir? Klar. Ach, so ist das. Stefan hat mir gestern bis spät in die Nacht bei der Arbeit geholfen. Nee, war ein Livestream. Stefan schläft noch, steht aber bestimmt bald auf. Ich muss noch etwas im Schloss abliefern. Das könnte Stefan dann für mich tun, wenn ihr gemeinsam in die Stadt geht. Hallo, Stefan! Hallo, Stefan! Hä? It's me! Ah, nee, falsches Spiel. So, jetzt muss ich gerade mal ein bisschen... Ich habe hier mir das Ganze für einen Xbox-Controller konfiguriert. Und hoffe, dass hier die Buttonbelegungen alle in Ordnung sind. Und ich kann praktisch gerade... Ich kann rollen. Das ist ja auch schon mal eine schöne Sache. Ne? Wenn man rollen kann, dann ist das Leben toll. So, was haben wir hier? A, B, C. Ich glaube, wir können gar nichts machen. Wir gehen mal hier durch diese wunderbare Tür. Wenn es denn geht.
Ein Traum. Und wir können immer noch weiterrollen. Ist das schön. Okay, ja. Gut, kann man da raus oder? Nö. Dann gehen wir hier durch die Tür. Boah, Effekte. Hä? Ah, Stefan. Zelda ist hier. Ach nee. Weil sie mit dir zum Minish-Fest gehen möchte. Hallo, Stefan. Komm, lass uns das Fest lass uns auf das Fest gehen. Onkel Albrecht hat auch nichts dagegen. Ja, so ein Fest gibt es nicht alle Tage. Geh nur mit Zelda dorthin. Ach, und noch etwas. Das Schwert ist jetzt fertig. Bitte bring es zum Minister im Schloss. Bring es dem Minister. Eigentlich müsste ich es ihm bringen, aber ich habe hier noch eine Menge zu tun. Schwert des Albrecht erhalten. Albrecht, Schwert des Albrecht. Alberich, Albrecht, Alberich. Ich werde immer Albrecht sagen. Ich weiß es jetzt schon. Alberich. Liefer es unbeschadet ab und verliere es nicht. Und esse es nicht auf. Und trinke etwas. Und zieh dir eine saubere Unterhose an, bevor du losgehst. Oh, das Schwert ist der Preis für den Sieg des Schwertkampfturnieres. Also verliere es nicht. Zelda ist die Prinzessin von Hyrule. Scheiße, es tut mir leid. Jetzt werden mich alle Leute schlagen, weil ich das nicht aussprechen kann. Hyrule. Ihr müsst mir unbedingt sagen, wie die Namen ausgesprochen werden. Das ist ja peinlich. Hyrule. Ich sag jetzt mal Hyrule. Gib Acht, dass ihr nichts passiert. Immer, ich wohne doch schon da ein bisschen länger. Ich müsste es doch eigentlich wissen. Ach, mach dir keine Sorgen, Onkel. Also, Stefan, auf in die Stadt. I'm a Barbie Girl in a Barbie World. Life in Plastic. Entschuldigung. Oh, da ist eine Truhe. Kann ich da dran? Roter Rubin! Gleich 20 grüne Rubine. Erhalten! Was für ein Glück! Ah, jetzt haben wir 20, tatsächlich. Können wir die... Guck mal, Vasen konnte man noch bei Zelda immer kaputt machen. Oh! Ja. Entschuldigung, Onkel, wenn du... Nee, du musst ja auch mein Onkel, ne? So, gehen wir mal ins Feuer. Das geht nicht. Kann man die Leute auch ansprechen? Oh, tatsächlich. Zelda ist die Prinzessin... Achso. Ja. Ganz wichtig. So, sonst können wir hier tatsächlich, glaube ich, nichts machen. Dann gehen wir mal raus. Ich bin hier, Stefan! Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu lange mache, die Folge, weil ich muss das tatsächlich auch... Ach, hör auf. Oh, ein Leben. Du hast ein Herz gefunden! Etwas Energie kann nie schaden. Ja, aber ich brauche gerade keine. Muss ich die echt so, oder gibt's ja... ich habe noch kein Schwert, ne? Dann kann ich die hinter bestimmt mit Schwertern, aber egal. So, weil so viel weiß ich von Zelda schon. Und ich habe den ersten Teil von Zelda auch tatsächlich gesehen bei Looks Like Link. Aber nicht selber gespielt. So. Hemp, hop. Okay, und hier können wir überall noch nicht durch. Das ist ja klar. Ich hoffe, das passt von der Musiklautstärke, weil im Moment ist die Musik relativ leise. Ach Gott, da... Mache ich dann mal später, ne? Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Stefan, komm, beeilen wir uns. Okay. Immer schön umgucken. Hier entlang. Na los, beeil dich. Oh, ist das schon gut. Oh, hier ist ein Schild. Stadt Hyrule, Welt von Tabanta. Tabanta. Tyloria-Wald. Gut, in den Tyloria-Wald kommen wir nicht. Hier auch nicht. Das war Tabanta, ne? Ja, Tabanta, da müssen wir ja nach oben. So, das ist die Stadt Hyrule. Oh ja, danke für die Info. Oh. Heilige. Guck mal, Stefan, das wird ein Spaß. Komm, wir gehen dahin. Ich muss jetzt gerade lachen, weil er ja vorhin gesagt hat, oh, du bist den ganzen Weg alleine von der Stadt bis hier zu mir gelaufen. Ja gut, das sind 2 Meter gewesen, aber ist schon okay. Okay. Und jetzt sprechen wir mal, geht das?
Willkommen auf dem Minish-Fest. Heute ist das 100. Jubiläum. Vielleicht kommt ja Minish in die Stadt. Als ob. Oh, da ist ein Schild. Stadt Hyrule. Ja, hätte jetzt mir nicht gedacht. Puh, es wird viel Arbeit, das Fest vorzubereiten. Ein tolles Fest, oder? Natürlich. Stefan, hast du Spaß? Dieses Fest ist ganz größte. Entschuldigung, ich hab mich versprochen. Dieses Fest ist das größte in Hyrule. Deshalb sollte man es genießen. Ist das klar? Hast du mich verstanden? Was bist du denn für einer, hm? Huch! Willkommen! Was? Warum sind Sie willkommen? Viele schöne Sachen, die ganz viel Freude machen. Nehmt an der Lotterie teil und erspielt euch absolute Top-Gewinner. Das Fest ist... Ah, nee. Das Fest ist schön. So lebendig. Ein herrliches Fest des der Friedenszeit. Du bist also der Enkelkind von Elbrich? Nicht wahr? Nee, ja. Elbrich ist das beste Waffen... ist das beste Waffenschmied in ganz Hyrule. Ich nehme jedes Mal am Turnier teil, weil es ein Schwert haben möchte. Aber ich bin chancenlos. Dieses Jahr haben wir... War das Turnier echt toll? Dieses Mal gewann ein Fremder mit seltsamen Techniken in kürzester Zeit. Wie, war das Fest schon? Ist das da auch jemand? Ja, ich war lange auf Reisen und kam wegen des Fests in die Stadt... Stadt Hyrule ist wirklich schön. Ich will eine Geschichte darüber schreiben. Brauche ich ja Jahre, bis ich hier durch bin. Ich habe noch nie einen Minish gesehen. Hey, du. Hey, du. Hast du schon mal einen Minish gesehen? Ich schon. Sie haben rote Zipfelmützen auf und sind winzig. Sie waren in Papas Schuh. Einmal in 100 Jahren öffnete sich das Tor zwischen der Welt der Minish und der Welt der Menschen. Und dieses Jahr ist es soweit. Und dann besuchen die kleinen Minish unsere Welt. Ich freue mich schon so darauf und hoffe, dass ich vorher keinen Herzinfarkt bekomme. Man muss nur lange genug leben. Ich bin zum allerersten Mal auf diesem Fest. Wo sind denn diese Minish? Die Leute gehen hier mir auf die Nerven. Immer nur Minish, Minish! Dies ist doch nur ein Märchen. Gemüse, frisches Gemüse, beste Waren zum sensationellen Niedrigpreis. Ja. Das Fest ist wunderbar. Und meine süßen Früchte machen das ganze Fest noch wundervoller. Oh, was bist du? Ich bin auf dem Rückweg vom Schloss im Norden von Schwertkampfturnier. Ich bin ein wenig hungrig. Aha. Jedes Jahr beim Minish-Fest gibt es ein Schwertkampfturnier. Das diesesjährige ist schon zu Ende. Ein düsterer Mann hat diesmal gewonnen. Warum habe ich das nicht mitgekriegt? Das hätte ich sehen wollen. Vor langer, langer Zeit wurde unsere Welt von Ungeheuerlei besucht. Wir Menschen waren hilflos. Erschien die Minish. Sie gaben uns ein Schwert des Lichts. Mit Hilfe dieses Schwertes konnten die Monster besiegt werden. Wir konnten Frieden leben. Als Dank für diese guten Tat der Minish feiern wir jedes Jahr dieses Fest. Die Minish erscheinen nur guten Menschen. Wer Schlechtes tut, kann sie nicht treffen. Oh, das war eine schlechte Stimme. Ich glaube nicht an diese Minish. Ich bin doch kein Kind mehr. Diese Minish gibt es doch gar nicht. Ach, das ist Zelda, ne? Da ist Zelda. Nur wer Gutes tut, soll die Minish treffen können. Ah, Mist, nur mal Moment, das vergesst ihr bitte. Nur wer Gutes tut, soll die Minish sehen können. So, okay. Das scheint ja dann soweit, haben wir das hier alles abgefrühstückt, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ne? Ja,
Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich jetzt Zelda ansprechen muss, die sich dort befindet. Aber bevor ich das tue, beende ich mal diesen Part und wir sehen uns dann also nächstes Mal wieder. Und ich schaue mir mal an, wie die Aufnahme so geworden ist. Bis dahin, ciao!